herzlich willkommen zu einem kurzen, ganz kurzen, kleinen Video VW T5 25er TDI Ölverlust am Motor. Das ist jetzt nicht die Weisheit der Ölverluste dieser Dings, dieses Motors, diese Probleme, wie auch immer. Aber mal für euch, dass ihr es mal gesehen, gehört habt und vielleicht auch mal selber gucken könnt. Wie gesagt, wir haben hier komplett Turbo, Upgrade, AGR, Chroma, alles mögliche an dem Ding gemacht und unter anderem hatte der Kunde auch einen leichten Ölverlust vorne unterhalb vom Klimakompressor, Servopumpe an der Ölwanne bzw. die Schrauben, die den Klimakompressor halten, bemängelt bzw. hat man da Tropfen gesehen. Muss dazu sagen, wir hatten in der Vergangenheit auch schon 25er TDIs, wo mal die Kupferringe von der Servopumpe undicht geworden sind. Tropft dann auch da vorne, beziehungsweise drückt es leicht raus, hast du ein bisschen Tropfenbildung. Wir hatten auch schon leicht undichte Klimakompressoren, läuft dann auch das Klimakältemittel vorne ein bisschen raus, sammelt sich an den Schrauben. Was hier ein bisschen verwirrend war, deswegen wollte ich jetzt hier nochmal ein kurzes Video drüber machen. Das Öl bzw. die Flüssigkeit an den Schrauben war in Anführungszeichen glasklar bzw. sauber. Glasklar nicht. Sie hatte also wie frisches Öl. Man könnte sich einen leichten Grünstich für Kältemittel einbilden. Man könnte sich vielleicht auch ein bisschen Rot oder was auch immer Rot ist hier drin für das Servoöl einbilden. Auf jeden Fall haben wir dann den kompletten Turbo, das ganze Zeug gemacht, haben das vorne erstmal sauber gesprüht, Probefahrt gemacht. Komme von der Probefahrt wieder und sehe da, es ist eigentlich alles trocken, beziehungsweise an der Schraube ist wieder ein Tropfen Öl, aber sowohl die beiden Klimaanschlüsse am Kompressor waren furztrocken und auch der Kupferring von der besagten Servopumpe bzw. auch der Gummischlauch war alles komplett trocken. Damit stand für uns erstmal fest, es ist kein Klimamittel und es ist auch nicht von der Servolenkung. Aber warum ist bei so einem 270.000 Kilometer Diesel da vorne Öltropfen, die komplett sauber sind? Geht eigentlich gar nicht. Weil, sag mal so, du fährst 20 Kilometer und dann hat das Öl eigentlich schon wieder eine schwarze Farbe. Wir haben dann nochmal geguckt, beziehungsweise mussten ja oben die Ladeluftleitung alles zusammenbauen und so weiter und so fort. Und wir haben dann auch den Übeltäter gefunden. Und zwar ist das der Öleinfüllstutzen gewesen. Ihr habt den großen Öleinfüllstutzen drauf, ne? Öleinfüllstutzen. Und der sitzt hier unten auf dem Ventildeckel. Und zwar wird diese Dichtung mit der Zeit undicht und die Nockenwellen spritzen das Öl oben dran und dann läuft quasi das Öl vorne am Ventildeckel runter und ihr habt bei dem Motor, wenn ich schön dreckig und ölig, ihr habt an dem Motor vorne am Motorblock eine Dämmmatte oder irgend sowas. Und das Öl ist wirklich halt so geil, na gut, es läuft durch die Schwerkraft nach unten, aber es läuft quasi auf bzw. durch die Matte und die Matte filtert das Öl bis unten wieder komplett sauber. Und deswegen habt ihr unten bei diesem Modell komplett klares Öl an den Schrauben. Ist für Dieselschrauber im ersten Augenblick komplett unverständlich, weil ein Diesel mit sauberem Öl geht eigentlich nicht. Ne? Egal wo der sonst rausdrückt, Ventildeckeldichtung, Ölwanne, Turbolader, sonst irgendwas, ist immer schwarzes Öl. Und hier bei dem Bock habt ihr plötzlich komplett glasklares, frisches Öl. Ne? Gucken, wie gesagt, macht es einfach sauber. Oder guckt einfach mal, ihr seht es meistens auch schon oben an dem, wenn ihr das Ding mal abschraubt, macht ihr hier unten, ist der quasi wie der normale Öldeckel eingeklipst. Einfach mal rausmachen, abziehen und dann seht ihr meistens schon auf dem Rand vom Ventildeckel, dass da ein bisschen Öl steht und vielleicht auch schon ein bisschen rausgekommen ist. Und dann macht den Rest einfach die Schwerkraft. So, das Teil muss ich ehrlich sagen, toll, 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 oder beziehungsweise gut für den Kunden. Gibt es nur komplett. Kostet aktuell knapp 38 oder 40 Euro bei VW Audi. Finde ich, ist ein, der Preis ist okay. Ihr kriegt einen komplett neuen Deckel. Das ganze Ding mit Dichtung, allem drum und dran. Da muss ich sagen, 40 Euro ist für das Originalteil komplett okay. Ja, haben wir wieder reingemacht. Ich mache euch jetzt ein paar Fotos. Ist bis jetzt auch trocken. Gut. Du hast jetzt natürlich wieder einen Tropfen unten dran, weil jetzt natürlich die Matte
einen gewissen Inhalt an Restöl hat. Ja? Aber es sieht auf jeden Fall so aus, beziehungsweise laut Dichtung und so weiter und so fort war es dieses Teil. Und sieht auf jeden Fall so aus, als ob das jetzt auch perfekt ist. Also 40 Euro, bisschen suchen. Da kommt gerade der Besitzer vorgerollt. Und ich verabschiede mich jetzt. Viel Spaß mit euren T5s.